Ja, nicht nur ihr da draußen seid im Fußballfieber, auch ich bin es. Daher schönen guten Tag und ich freue mich recht herzlich, euch bei diesem kleinen, aber feinen neuen Fun-Modus begrüßen zu dürfen. Und zwar auf der Himmelsdorf Arena. Wir spielen hier auf das Schloss und haben im Hintergrund nichts. Also wir haben hier die ganz klar schönere Atmosphäre gerade. Und ich bin schon sehr gespannt. Ich bin ja selber ein großer Fußballfan. Den Verein sage ich besser nicht, sonst gibt's wieder Beef. Aber er ist ein sehr bekannter bayerischer Verein in München, der eher rot geprägt ist. So, das glaube ich muss aber auch langen als Beweis, was ich wie mag. So, und jetzt gibt's hier da. Ah! Oh, der geht weit. Nee, doch nicht. Wo ist er? Da ist er, der Ball. Komm schon, komm schon. Nein! Da muss hier noch einer reindrücken. Das gibt's doch nicht. So, das tue ich ein bisschen hier mal anzirbeln. Oh. Sorry, Digga. Kette ich meinen eigenen Mate. So, jetzt wird hier zwar erstmal der Ball gestoppt. Nein, das gibt's nicht. Ah, das ist unglaublich. Oh, daneben gesemmelt. Also so genau wie die Kanonen sein sollten, sind sie ab und an einfach nicht. So, bin zwar gekettet, jetzt werde ich auch das eigene Team gekettet. Habt ihr gerade gesehen, wo der Schuss hergekommen ist. Und schon wieder gekettet. So, den Ball mal Richtung Tor gebracht. Jetzt muss ich nur noch. Wo ist denn das Team? Warum ist denn der da hinten? Was macht denn der da? Wir schießen hier aufs Tor und er gammelt da hinten rum. Mann, wir brauchen hier keinen Torwart. So, ab Richtung Tor. Nein, komm, geh rein. Nein, das gibt's nicht. Ja, der kommt noch rein. Und das hier, obwohl wir hier gefühlt mit einem weniger spielen. Schieß ihn weg. Sehr gut. Eins zu eins. Jetzt wurde ich von meinem... Wurde ich da? Nee. Dachte schon, ich wurde... Ja, noch ein Tor. Auch wenn es zwar nicht meins war, aber das ist vollkommen wurscht. Ich finde auch diesen Stadionklang super cool. So. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch den Stand halten. Im Rückwärtsgang ist er nicht so schnell, der T62A. Ach Gott. Nochmal gekettet. So, weiter geht's wieder Richtung Gegner.
Schön nochmal vorgelegt durch die gegnerischen Spieler. Und jetzt kommt der Ball. Ah, ich dachte, der geht vorbei. Wenn sie den jetzt blockieren, ist es umso besser. Das ist alles Zeit, die auf unsere Kappe geht. So, der Ball geht weiter vor mit dir. Torwart steht in der Bude. Und sie ballern sich den fast selber rein. Oh, gibt's nicht. Da wollte ich ihn ketten, hat aber nicht geklappt. So, da hinten ein Spieler. Aber jetzt sind sie in der Vorwärtsbewegung, wollen über den linken Flügel hier gehen. Da wollte er mich zwar ketten, aber das lasse ich nicht zu. So, erstmal geblockt, dass ich hier nicht aufs Tor schießen kann. Also man hätte sich das Ketten hier echt sparen können in diesem Modus. So, und jetzt schaut sehr gut gerade aus. Der Ball ist weit in der gegnerischen Hälfte. Hoch in der Luft. Sekunden. So, wenn mich jeder kettet, dann kette ich euch halt auch. Letzten 20 Sekunden. Ach, scheiße. Egal. 10 Sekunden. Und nochmal gekettet. Und da ist es gewonnen. Ja. Den Sieg nehme ich doch gerne mit. Und ich bin ein bisschen zwiegespalten, was diesen Modus angeht. Er ist nett, aber ob man ihn braucht, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Ich habe hier wenigstens eine Vorlage gegeben, zwar kein Tor geschossen, aber auch das ist doch ganz nett. Ja, also mal so für zwischendrin ist es definitiv ein lustiger Modus, aber ob man den jetzt den ganzen Abend spielen muss, wage ich mal zu bezweifeln. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diesen kleinen Einblick. Bis bald, euer Alcaramba.